Okay, das machen wir nicht. Genau, da haben wir noch mehr Eisen. Dauert natürlich mit dieser dummen Steinhacke jetzt etwas länger hier, das Eisen abzubauen, aber ja gut, scheiß drauf, ne? So. So, haben wir hier noch irgendwas? Schwarzer Granit? Nein. So, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Machen wir das hier mal zu. Mit die Erde. So. Zack. Und Spider-Man, wir kommen. Ja. Die müsste eigentlich hier in die Richtung auftauchen. Oh. Da. Zeug. Lapis. Schwarzer Granit-Lapis. Weiß ich gar nicht. Können wir den jetzt abbauen hier mit dieser? Mit der Steinhacke? Ich glaube nicht, ne? Lassen wir mal lieber da, wo er ist. Und gehen dann erstmal hoch. Ja. Können wir sowieso mal machen. Also, wir gehen jetzt erstmal zurück. Werden mal ein bisschen sortieren. Ich brauche auch jetzt wieder zwischendurch was zu essen. Vielleicht können wir schon mal ein Feld anlegen. Ja, gucken wir mal. So, dieses Gehüpfe hier ist natürlich sehr nice. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. Da unten ist Tag. Dann gucken wir mal. Du kannst nur nachts schlafen. Also gehen wir jetzt zurück. Nehmen wir mal das Schwert, falls uns irgendwas an Essen begegnet. Essen auf Rädern. Meal on Wheel. So. Ah, hier waren wieder diese komischen Schlingpflanzen oder was weiß ich, Giftpflanzen. Geh ich mal hier lang. So, hier geht's runter. Ja. Wir sind mal wieder kurz hier zu Hause. Also was man so zu Hause nennt. Apfelbaum. Ja? Unser Apfelbaum. Der trägt Äpfel. Und wir können ja mal... Ah, Moment. Ah! Drücke ich den falschen Knopf. So, gucken wir mal. Wie kann ich... So nicht. Kann ich die pflücken? Nee, ich muss sie abklatschen, ne? Also ich muss sie... Ah! Hä? Okay. Ich dachte, man könnte die ernten. Ja? Ich habe gedacht, ich kann die ernten. Ja? Entschuldigung. Das sieht etwas bescheuert aus. Immer. Wachsen die danach? Naja, wir werden sehen. Gut. Es wird dunkel, die Sonne geht unter, wie üblich. Ihr kennt diesen Ausblick, den werden wir noch 100 Jahre zu sehen kriegen. Ja, wir gehen schlafen, weil keine Viecher auf unserem Grundstück. So. Ja, jetzt können wir erstmal hier abladen. Wir haben ganz viel von diesem Kram, wo ich nicht weiß, was wir damit tun. Wir können mal... Oh, jetzt wird's traurig. Schalenstein. Keine Ahnung, Mann. Andesit. Den finde ich sowieso hässlich. Marble. Dolomit. Ja, sehr schön. Ich wollte mal was ausprobieren. Haben wir hier noch Kohle drin? Nein. Dann nehmen wir mal ein paar Kohle da rein. Ich guck mal was. Ich will einfach mal sehen, was dabei rauskommt.
Also einer. So. Schwarzer Granit. Hä? Pflasterstein. Achso, der ist dann wieder so wie vorher. Okay, den brauchen wir nicht. Schwachsinn. Nee, da wollte ich rein. Kann man damit irgendwie... Na? Weiß ich gar nicht. Bruchstein. Hä? Okay. Ich guck mal was. Moment. Nichts. Okay. War nur ein Test. Ich wollte mal gucken, was man da mal damit anfangen kann. Letztendlich. Naja. Gut. Kann man nichts mehr tun. Was immer das auch ist. Wir haben noch relativ viel Zeug. Cucumber. Jetzt gucke ich mal, ob wir Cucumber Seed haben. Cucumber. Moment. Cucumber. Dreimal Cucumber Seed. Okay. Ja. Wir können natürlich nicht alles mampfen. Wir schmeißen mal hier den da rein. Und die werden wir auch brauchen. Ja. So. Zack, zack, zack. Gucken wir mal. Das ist der bearbeitete. Wir bräuchten eigentlich mal eine Kiste. Eine neue. Die können wir eigentlich auch aus dem Holz... Genau. Moment. Das können wir aus diesem Schrott hier mal machen. Den brauche ich sowieso nicht, finde ich hässlich. Genau. So, zack. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. So, jetzt machen wir uns mal ein paar Kisten. Ne? Also, wir machen mal Kisten. Und zwar, flupp, 32 Kisten und wir haben Ruhe. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir stellen mal. Die können wir ja hier hinstellen. Ja, ne? Sehr schön. Hallo Kiste. Das Zeug, was immer das auch ist. So. Zack. Kiste. Bettchen. Ja, gut. Können wir ja. Das soll erstmal reichen. Genau. Dann werden wir hier mal die Sachen rausziehen. Holzkram. Holz. Die Steine lassen wir mal da. Und hier machen wir mal eine Holzkiste. Mit Fichte. Und. So, nehmen wir mal die Hälfte noch. Packen wir dahin. Da können wir so die Holzsachen zauen. Das ist Quatsch. Das Bretter. Genau, dann kommt hier. Machen wir mal ein paar dazwischen. Knöpfe, genau. Die können wir auch hier so, naja, die Sachen, die man aus dem Holz dann macht. Genau. Kleines Wirrwarr. So, das kann weg. Hier ist immer noch der Carpenters unterwegs. Der gute Bursche. Was ist das? Moment. Haben wir jetzt hier irgendwie einen Spack der Shader rum? Nee. Hä, jetzt ist es weg. Das, seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufnahme sieht. Da ist irgendwie so ein Streifen in der Luft. Hier, Moment. Ich weiß nicht, ob der nochmal auftaucht. Gehen wir mal in die Richtung oder was? Naja, war glaube ich nur... Irgend so ein Shader-Bug oder was? Fände ich jetzt aber ziemlich komisch daneben. Naja. Wir gehen mal hier hoch eben. Oh, hallo Jungs. Ja, irgendwo da. Kann man es sehen? Da. Schwarz? Weiß? Silber? Wie auch immer. Leuchtend? Was ist denn das? Moment. Was bitte ist das?
ist weg. Außerirdische. Außerirdische! Ich weiß nicht, wo es ist. Da. Was ist das? Was ist das? Also wir finden hier irgendwie... Soll ich da jetzt runter? Oh. Moment. Das ist ein Kreuz. Was ist das? Gravestone. Hier ist jemand gestorben oder was? Also wir sind hier nicht gestorben. Creeper? Nee. Hm. Ob ich den mitnehmen kann? Soll ich hier jetzt buddeln oder? Scheint aus Stein zu sein. Den kann ich scheinbar nicht mitnehmen. Ja, Leute, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was damit anzufangen. ja, Screenshot gemacht. Ich kann den scheinbar nicht abbauen. Naja, mal ein bisschen warten. Ich warte jetzt einfach mal eine Zeit. Hack mal drauf rum. Okay, das geht nicht. Nee, da tut sich nichts. Ich kann ja mal den Block da drunter... Und geht auch nicht. Alter, ich hab mich erschrocken. Kann ich hier irgendwie in den Strahl rein? Oh, geh nicht ins Licht. Ich hab keine Ahnung, was es soll. Was haben wir denn noch? Ist das Holz? Nein. Gravestone. Ich kann es jetzt noch 100-mal sagen. Gravestone, 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 Grabstein, Grabstein. Ja, scheint irgendwie... Keine Ahnung. Ich mach dem hier mal ein bisschen... die Grube zu. So. Jetzt sieht es hier wieder ein bisschen schöner aus. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, hier drunter sind auch die Bäume so zerfetzt. Ja, gut. Hier ist irgendjemand scheinbar gestorben. Wer, wissen wir nicht. Ja, wir müssen in die Richtung, glaube ich. Weil es wird auch wieder Zeit, ne? Bevor wir dann gleich wieder abnippeln. Gehen wir mal in die Richtung hier, ne? Ich hoffe, dass es richtig war. Ah ja, gut, passt. Ja, muss ich mal nachschauen. Irgendwie mal gucken. Hm? Wir brauchen einen Eimer, genau, da waren wir stehen geblieben. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ja, das war ja mal ein Ding jetzt, ne? Also, sehr aufregend. Naja, irgendwie lame auch, aber... Ja gut, wir haben da hinten dieses Ding. Wer immer da gestorben ist, also mal schauen, vielleicht findet sich ja irgendwie eine Info. Ich werde es mal googeln, bei anderen Leuten mal nachfragen, wie auch immer. Gut. Ja. Bei schöner Musik im Hintergrund geht die Sonne unter. Am Steinhudermeer. Am Smiegelhudermeer. Jo, wir gehen mal schlafen. Ah, noch nicht. Jetzt aber. Gute Nacht, Leute. Schlaft gut. Jo. Kein Plan, was es soll. Immer noch nicht. Auch nachdem ich geschlafen habe. Ja, wir gucken mal hier. Wir haben 39. Da können wir natürlich schon mal mit anfangen, ne? Das machen wir auch. Und zwar, als erstes brauchen wir einen Eimer. Den brauchen wir. Dann brauchen wir eine... Moment. Letztes Mal. Ja, da habt ihr es. Die kann man also aus diesem komischen Stein nicht bauen. Schau mal. Ja, so, jetzt machen wir es so. Die weg. Jetzt brauchen wir für unser Lapis unten in der Höhle. Ja,
damit wir nichts vergessen. Eine vernünftige. So. Schwert haben wir noch. Das haben wir auch noch. Schaufeln können wir aus Stein bauen weiterhin. Finde ich okay, weil die braucht man nicht so oft. So. Und was ich jetzt machen würde gerne, wäre natürlich mal gucken. Mal gucken. Ich gucke. Wie wird der gebaut? Wir brauchen Bambus. Sticks. Flussschilfrohr oder Sticks, wie auch immer. Und in der Mitte Holz und dann... Also Sticks drumherum. Das ist die einfachste Lösung, ne? Und da brauchen wir zwei Blöcke und einen Block. Also wir müssen erst Blöcke herstellen. Okay. Jetzt überlege ich. Wir brauchen auch noch eine Rüstung. Dann haben wir aber wieder verkackt. Na komm. Wir müssen ja irgendwie mal vorankommen. So, wir brauchen eine Jacke. Und jetzt muss ich selber eben gucken. Moment. Wir müssen gucken eben. Moment, Moment, Moment. Ich gucke. Ich brauche einen Hut. Eisenbein. Ja komm, wir machen uns das komplett. Ist ja lächerlich. Mit diesen Homoletten da. Also, ach Gott, ich laber hier bei irgendeinem Käse. Ich habe überhaupt gar nichts Schlechtes, Schlimmes oder sonst wie darüber verloren. Ja, das ist einfach nur ein dummer Spruch. Ja, ich habe Freunde und nicht wenige, die schwul sind, also homosexuell sind, mit Männern leben. Ich war schon bei zwei Hochzeiten sogar dabei und ich habe überhaupt keine Ablehnung, Scheu, Abneigung oder sonst irgendwas am Laufen, was dagegen sprechen würde. Ja, jeder so wie er mag und ich habe vollstes Verständnis für alles. Ja, also dabei jetzt in Bezug auf Homosexualität oder Schwulsein, wie auch immer. Ja, aber man muss ja das Ganze auch nicht übertreiben. Also wenn ich sage, das sind hier so schwule Lederschüchen, dann ja, Homo-Farbe lila und so. Bitte lacht mit mir. Wie gesagt, ich bin vollkommen, ja, gechillt und entspannt, was sowas angeht. Und wenn mir da irgendwelche Beleidigungen unterstellt, ja. Der Schmiedel, der die alte Sau, ja, voll schwulenfeindlich, ne? Ja. Nein. Also wer damit kommt, steht relativ schnell alleine da im Regen und ja, kann gucken, wie er klarkommt. Ja? Also bei mir ist da nichts zu holen. Auf jeden Fall. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Die können wir aber trotzdem mal aufbewahren, so für alle Fälle. Ich brauche noch... Naja, brauche ich jetzt nicht ein Feuerzeug. Nee, braucht man nicht. Ein Eimer. Ja, jetzt wäre halt die Frage, ne? Also, wir nehmen jetzt hier mal Wasser mit. Schon mal. Wir gehen jetzt da hinten hin. Machen wir den Untergrund von unserem Feld. Lassen wir den hier so in Wiese, ne? Ja, das lassen wir einfach mal so. Komm. Brauchen es ja nicht übertreiben. So, Wasser. Das machen wir jetzt auch so im Hin- und Herlauf, ja? Weil... Macht ja keinen Sinn, wenn wir hier jetzt... Ich weiß auch noch nicht, wie weit wir hier gehen. Ich schmeiß jetzt hier einfach mal Wasser rein. Ich baue mir jetzt kein Viererbecken oder Dreierbecken, um hier Wasser... Ja, einen Meter hier daneben oder so, ne? Macht ja keinen Sinn. So. Ich fülle das jetzt. Wir haben ja Zeit. Ne? So. Zwei Eimer brauchen wir auch nicht. So, wir haben hier... So, jetzt können wir nämlich hier entnehmen, da können wir wieder rausnehmen und das lassen wir jetzt einfach hier mal so, so und dann müsste es, ja, da hinten sind wir angekommen, ja, genau. So, jetzt mache ich mir den wieder voll und jetzt können wir unsere Halben holen, theoretisch. Wir können natürlich auch erstmal, Moment, genau, wo wir gerade hier sind.
können wir ja mal ein bisschen hier platt machen. Da ist irgendwas im Weg. Gehen wir mal bis hier. Genau, so, das auch. So. Dann kann sich die Erde hier schon mal tränken mit Wasser. Und wir können gleich hier fleißig anpflanzen. So, wir wollen ja Reihen machen. Von verschiedenen Sachen. So. Da ist wieder ein Kram. So, Blümchen. Blümchen. Brauchen wir nicht. Wie? Hä? Die ist doch nicht schon kaputt? Alter. Oh, das war ein Eisen. Das war so eine Ho... So eine Gartenhacke aus Eisen. Nein. Liegt die hier? Habe ich die weggeschmissen? Nein, Quatsch. Alter Schwede. Ja, das ist ja mal ein Ding. 5 Felder hier gehackt und... Ey, das ist ja mal ein... Na. Also jetzt bin ich ja baff, ne? Was haben wir denn hier in der Hand? Kann man nicht essen. Also weg mit dem Mist. So. Ja, alter Schwede, ist das... Das ist ja mal ein Ding jetzt, ne? Hm. Sorry, aber jetzt bin ich echt perplex, muss ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also dann brauche ich doch irgendwie... Was haben wir denn? Dolomit ausprobieren. Komm. Ton. Naja, der wird nicht. Schalenstein. Egal. Limestone ausprobieren. Und den schwarzen hier. Ja, den haben wir ja schon getestet, ne? Ja, ist das eine Scheiße. Sorry, aber... Jetzt bin ich gerade etwas... naja. Ich hack da 5 Dinger damit und dann springt die mir schon um die Ohren. Also wirklich... Die gehen tatsächlich nicht. Seht ihr das? Ich kann hier... Naja, hacken kann man aus Dolomit scheinbar auch nicht. Naja, ich kann hier... Du hast... Nein. Auch nicht. Auch keine Hacke. Naja gut, okay, dann gehen die grundsätzlich nicht. Aber hier, wie ihr seht, guck mal. Und die geht nicht. Da kommt nichts. Ich fass es nicht. Und kein Stein in der Gegend. Ach, was ist denn das für ein Mist? Ich hatte vorhin folgendes. Moment. So. So. Jetzt machen wir doch mal... So, machen wir das. Nee. Moment. War es so? Ja. Wir haben hier... Cobblestone, Bruchstein, ganz normal. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. So. Alter Schwede. Nein! Warum geht das nicht? Was ist denn los mit diesem Mist?